Hallo Konfuzeier, schön, dass ihr da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren und zwar aktuellen Folge vom realen Irrsinn. Diesmal nicht vorgeschlagen vom Schildi, ist aber nicht schlimm, dass sie nicht vorgeschlagen worden ist, sondern es ist ja trotzdem eine schöne Folge und die gucken wir uns jetzt zusammen an. Die Folge heißt, wir gucken gleich, da habe ich sie, Tempo 20 Zone in Köln. Ja, so heißt die Folge da oben, jetzt ist eingeblendet, ich hätte es vielleicht gleich groß machen sollen. Gut, also Tempo 20 Zone in Köln. Ja. Das ist wieder bestimmt ein Irrsinn eines Bürokraten in der Stadtregierung. Genau. Sie wollen mal was erleben? Dann kommen Sie nach Köln-Ehrenfeld. Hier wurde ein aufregendes Verkehrsprojekt gestartet. Ey, lasst uns mal gemeinsam raten. Was haben Sie da für ein Projekt auf die Beine gestellt? Genau, eine Tempo-20-Zone. Da ist man ja zu Fuß schneller. Die Ampeln sind aus und auf der Straße sind viele gelbe X'e. Ein Rätselspaß für Jung und Alt. Ich würde sagen, das soll sagen, ihr müsst hier langsam fahren, weil die Ampeln nicht funktionieren. Es wäre auch einfacher, die Ampeln zu reparieren. Ich habe Kinder getroffen, die haben gesagt, Papi, wo soll ich hin? Das Fahrrad ist durchgestrichen. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Das X auf dem Fahrradsymbol. Aber Moment mal, als Kind sollte man doch eigentlich eh auf dem Bürgersteig fahren, bis man die Fahrprüfung in der Schule gemacht hat. Und wenn ich das hier so sehe bei uns, wenn hier die Fahrradschüler rumfahren, dann fahren die so in der 4. Klasse damit rum. Der Radweg ist durchgestrichen, weil hier jetzt eine Tempo-20-Zone ist. Okay, und das heißt, dann dürfen die Fahrräder fahren, wo sie wollen. Okay. Die Stadt Köln gibt zwar kein Interview, schreibt aber, in einer verkehrsberuhigten Zone sind Ampeln, Zebra und Radstreifen verboten. Okay, und wer hat sich diesen komischen Unsinn ausgedacht? Unser Verkehrsminister? Ab sofort gilt hier rechts vor links und Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sind gleichberechtigt. Ist doch toll. Ja, das sollte man vielleicht nicht zu laut sagen, weil sonst denken die Autofahrer, okay, wir fahren voll gegen die Radfahrer, weil die sind ja gleichberechtigt, deswegen können wir sie umfahren. Das Problem ist zurzeit, dass die Schwächeren hier leiden. Das heißt, der Radfahrer, der sich nicht so richtig traut, sich den Platz zu nehmen, der Fußgänger, der zögernd am Bordstein steht, nicht traut, rüber zu gehen. Aber das ist doch ganz einfach. An die Straße treten und beherzt losgehen. Na los, jetzt. Ja. Ja, geht doch. Gut. Ja, das ging jetzt mal gut, aber auch nur, weil sie wirklich aufeinander Rücksicht genommen haben. Ich würde mich gerne mal da einen Tag hinstellen und Strichliste führen. Und zwar, wie viele Fahrzeuge nicht stehen bleiben, wenn ein Fußgänger dasteht und rüber möchte. Ich glaube, die Liste mit denen, die rüberkommen, ist nicht einmal ein Zehntel so lang wie die, wo warten mussten, weil entsprechend viele Autos vorbeigefahren sind. Kleine Kinder besser an die Hand nehmen. Wissen ja auch nicht alle Autofahrer, dass Fußgänger jetzt gleichberechtigt sind. Sehe ich einfach ganz klar eine Notwendigkeit, hier eine Regelung zu finden, die es auch Kindern ermöglicht, über diese Straße zu kommen. Und ein Tipp! Wir hatten ja gesagt, es sind Radwege und Ampeln sind verboten. Wenn, da war noch irgendwas, ich weiß jetzt gerade nicht mehr was. Sind Zebrastreifen auch verboten gewesen? Wenn ja, dann war es natürlich blöde, aber ansonsten macht doch einen Zebrastreifen hin. Die ist momentan einfach nicht gegeben. Wir bringen unseren Sohn jetzt wieder in die Schule. Ja, okay. Viele Fußgänger scheuen noch den mutigen Gang auf die Straße. Das eigentlich gute Verkehrsprojekt hat noch kleine Probleme. Deshalb hat die Stadt Köln jetzt Fahnen aufgehängt, um die Wahrnehmung der Tempo-20-Zone zu verstärken. Okay, so. Wir haben es ja gerade gesehen, da fuhr dann ein Krankenwagen lang. So, jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Man erzählt dem Kind, pass auf, du bist gleichberechtigt. Du darfst über diese Straße gehen. Jederzeit. Das Kind geht rüber, alle Autos bleiben stehen. Und dann kommt ein Krankenwagen mit Blaulicht.
Woher soll das Kind wissen, dass der Blaulichtkrankenwagen immer Vorfahrt hat, egal wer da ist? Also, nachdenken, Gehirn einschalten, hilft. Wo hängen die Fahnen? Ach, da. Ja, hier eine Fahne hinzuhängen, auf der Tempo 20 steht, in Höhe, wo maximal Batman oder Superman das sieht, ist totaler Schwachsinn. Stimmt. Passt aber auch gut bei die Folge. Gut, die Fahnen hängen etwas hoch, die Zeichen sind etwas kryptisch, aber das Projekt ist doch gut gedacht. Das Projekt ist eigentlich ein sehr gutes Projekt, nur die Umsetzung ist vielleicht nicht ganz so gelungen. Ja, man sollte vielleicht mal die Politiker aus dem Straßenbauamt dorthin schicken und das ausprobieren lassen. Vorher natürlich den umliegenden Leuten allen Bescheid sagen, dass die denen auch mal zeigen, wie es funktioniert. Nicht. Ein Jahr lang will die Stadt Köln die Tempo-20-Zone ausprobieren und dann mal gucken, Achtung, ob die Verkehrsberuhigung geklappt hat. Also, der Verkehr ist sehr beruhigt, alles steht hintereinander. Ja, das ist ein Kölner Phänomen. Das heißt, es reicht nicht, keinen Plan zu haben, man muss auch unfähig sein, ihn auszuführen. Das ist ein geiler Spruch. Man muss nicht nur keinen Plan haben, sondern auch unfähig sein, diesen auszuführen. Klar, ja, passt. Irgendwie auf alle Politiker. Aber das Schöne an Plänen ist ja, wenn sie nicht klappen, kann man sie auch einfach wieder wegixen. Ja, das ist richtig. Und das ist geiler Irrsinn. Richtig geiler Irrsinn. Ja, ja, so kann man nichts anderes dazu sagen. Das ist, ich amüsiere mich da immer noch drüber. Aber geil, der Spruch ist auch geil. Also den muss ich mir definitiv merken. Der ist gut. Man braucht nicht nur keinen Plan, sondern auch die Unfähigkeit, ihn auszuführen. Ja, 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 ja. Ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt, ich weiß. Aber gut. Aber was wir nicht abwandeln, ist natürlich die Sache mit dem Liken und dem Abonnieren. Abonniert haben wir, geliked haben wir jetzt auch. Originalvideo unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr da also hin wollt, könnt ihr da draufklicken, landet ihr dann bei diesem Video. Das auf jeden Fall schon mal. So, und wenn euch das Video hier jetzt gefallen hat, dann würde mich freuen, Däumchen hoch. Ein Abo und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und weil ihr sowieso gerade da unten unterwegs seid, und ihr sucht ja auch den Originallink, klar, könnt ihr da unten bei der Kommentarfunktion einen Kommentar hinterlassen mit Anregungen, Ideen, Vorschlägen, Kritik und was sonst noch so im Kanal passt. Und darauf gehe ich dann auch ein. Für heute bleibt mir nur zu sagen, tschüss und bis zur nächsten Folge vom Realen Irrsinn, eure Josie.